Mann. Nein. Ich wollte dich noch nicht ansprechen. Ich wollte springen. So. Wir gucken schnell rum. Nicht, dass wir irgendwen verpassen. Der Schulter steht da, wo er immer steht. Immer noch tote Hose im Blumenladen. Immer noch ein Randy. Azuma, aber der will nix. Hanabi und Random. Gut. Sicherheitshalber gehen wir zu den heißen Quellen. Weil das ja gefühlt die einzigen beiden Plätze sind, wo sowas steigt. Und auch hier tote Hose. So, Mission. Dritte B-Rang-Mission, let's go. Ein Hoffnungsstrahl. Beim Itemladen. Anscheinend kommt Choji mit seinen Ninja-Fähigkeiten nicht weiter. Seine Langsamkeit bereitet ihm Probleme. Tust du mir einen Gefallen? Beweist du ihm, dass du kämpfen kannst, obwohl du langsam bist? Von Azuma. Okay. Also müssen mit Choji kämpfen. Klug wie ich bin, habe ich mir den Ort nicht angeguckt. Beziehungsweise ihn schon wieder vergessen. Aber hoffen wir mal, dass es hier im Dorf ist. Es. Sehr gut. Irgendwie ist Azumas Hautfarbe ein bisschen verkehrt, wenn man das mit unten links vergleicht, oder? Okay. Also werden extra langsam gemacht, um gegen ihn zu kämpfen. Interesting. Also soll ich verlieren, okay. Wir siegen den Gegner durch Wurftechniken und 6-mal Kunst des Tausches. Okay. Na? 1, 2. Schlag! Nicht damit! 3! Mann, wieso kann ich den nicht dodgen? 4! Let's go!
Okay, jetzt fehlt nur noch der Wurf am Ende. Sehr gut. Jetzt sehen wir, wie dein Selbstvertrauen brodelt. Bremsgewicht mal 4. Ich meine, passt. Level 30. Just in case wieder im Dorf. Nicht, dass mir da irgendein Szenario ja nicht auffällt. Ich guck mal wieder bei Konamaru und so vorbei. Okay, also nix. Und hier ist noch dieses Quiz. Ja, wofür sind diese fucking Schriftrollen da, Mann? Ich gehe mal ins Hokage Office, weil ich da so gut wie nie bin. Natürlich ist Tsunade nicht da. Na gut. Nee, ich wollte eigentlich Missionen machen. Noch mehr Training. Lees Training ist dieser Tage ziemlich beeindruckend. Ich muss noch größere Höhen erreichen. Das wird eine lange Trainingssitzung, aber vielleicht gibt es ja ein paar heißblütige Ninjas, die mitmachen. Von Guy. Schließ das Minispiel ab, beende den Kampf. Na gut. Oh Mann. Natürlich sind die immer wieder mit dabei. Geht auch nicht ohne. Oh. Ja, da war Guy tatsächlich ein bisschen besser als Lee. Also er hätte fast noch eingeholt.
Und natürlich wieder das Posieren. Game, Set, and Match. Halbe Kraft. Kann so direkt alles geben, wäre nicht so schlimm. Sekunden landet 20 Angriffe in Folge. Eine 20er Combo, och nö. Kriege ich doch nicht gebacken mit Naruto. Ich brauch wieder Ido mit ihrer 16er Combo. Nur dann schaff ich's. So, Ino Yamanaka. Was war das andere? Okay. Einfach nur schnell besiegen. Was ist die volle Kraft? Ich nehme sicherheitshalber nochmal Ino, wenn ich wieder wählen muss. Und natürlich muss ich wieder wählen. Ich nehme sicherheitshalber nochmal Ino. Dann muss ich jetzt eine 40er Hit-Kombo machen, aber wenn das so ist, dann ja, habe ich keine Chance. Keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Mal gucken. Nö. Einfach nur nicht blocken. Wow. Wie schwer. Ja, das wollte ich nicht. Aber wenn ich jetzt die Mission eh schon verfehlt habe, dann kann ich ja auch Naruto nehmen, richtig.
Genau. Na, Narutos Damage ist einfach Ultimate. Level 30er, klatscht da alles weg. Und da kann ich auch ruhig mal ein paar Sachen einstecken. Der hatte auch schon so viel Defense und HP. Da spielt das keine große Rolle. Ja, easy. Oh. Danke. Wow, 4 Bremsgewichte. Was für eine Wunderung. So. Jetzt gibt's da bestimmt wieder Schriftrollen in Konoha. Die Antwort lautet nein. Die beiden Gaara-Events hatten wir ja schon. Ja. Mann. Was will er? Okay, dann nicht. Ino? Okay, hat auch schon beide. Ja, so ein random Typ. Ne, ich glaube, ich bin echt mit den Events durch. Nächste Mission.